Jan, ja, es hat mich ein bisschen überrascht, aber es war heute dein erstes Tor in der Regionalliga. Ja, ich hätte natürlich auch schon gern früher mein erstes Tor gefeiert. Am besten wäre es natürlich gewesen am ersten Spieltag. Jetzt ist es relativ gegen Ende, aber ich freue mich trotzdem. Also, das macht nichts. Wie hast du das Tor gemacht? Der Samu hat es natürlich gut vorbereitet. Der hat den Ball abgefangen, ist vorne durch und hat dann quergelegt. Da muss ich nur noch einschieben. Also es war eins meiner leichteren Tore. Angesichts der Tatsache, dass Freiburg sich ja souverän jetzt durchgesetzt hat im Fernduell, wie sind da die Gefühle? Bestimmt gemischt, oder? Ja gut, das mit Freiburg war ja schon relativ klar. Das war ja nach dem Aufstieg, nachdem die erste aufgestiegen ist, war es ja klar, dass sie ein paar Runde holen, immer in die zweite. Und ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass die jetzt zum Schluss nochmal eine Serie starten. Und von daher, ja, kann man nichts machen. Wir versuchen natürlich unser Bestes und mehr können wir eh nicht machen. Wie sehr kann man sich über so einen Sieg freuen, angesichts der Tatsache, dass, ja, okay, die Hoffnung ist noch da, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter jetzt. Am Ende gewinnen wir wieder ein paar Spiele. Wir haben halt zwischendurch haben halt eine Serie gehabt, da haben wir halt gar nichts geholt. Ja, also ein Sieg ist trotzdem ein Sieg, ja. Und ich meine, man freut sich über jeden Sieg, auch wenn es dann vielleicht zum Schluss nicht mehr reichen wird. Jetzt geht's für euch weiter. Das nächste Spiel ist in Mannheim. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, was da die Zuschauer erwartet? Ja, ich denke mal, also Mannheim ist ja bekannt für die gute Stimmung auch. Werden bestimmt viele Zuschauer ins Stadion kommen. Ich denke mal, die geben nochmal alles gegen uns, geben nochmal richtig Gas. Wir müssen alles geben und dann müssen wir mal schauen, zu was es reicht dort. Meinst du, dass die Stimmung bei euch eher so ist, dass ihr euch anständig verabschieden möchtet oder kämpft ihr noch um den Nichtabstieg? Ja, also das muss man jetzt mal schauen. Ja. Also ich meine, Barling gewinnt jetzt in letzter Zeit jedes Spiel. Freiburg wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, noch ein, zwei Spiele gewinnen. Von daher wird es schwer, auch wenn man sich unser Restprogramm anschaut. Ja, mit Trier und mit Waldhof noch zwei, die ganz oben drin stehen. Hoffenheim 2 ist natürlich auch eine Mannschaft, die ja doch auch sehr viel Ballbesitz hat, sehr gut spielt. Und ja, von daher wird es sehr schwer. Also wir geben alles, wir geben, was drin ist und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Ich habe leider nicht, wie ich vorgehabt habe, eure Abgänge nicht vor die Kamera bekommen. Kannst du zu der Situation etwas sagen und wie die Mannschaft damit umgeht, dass jetzt Norman Riedinger, Yannick Rolf, soviel ich weiß, und Felix Armbruster als Spieler feststehen, die Mannschaft verlassen werden? Ja, ist natürlich immer schade, wenn Spieler den Verein verlassen. Ja. Wir haben viel zusammen erlebt, gerade mit Norman und mit Yannick. Die waren jetzt schon 2 Jahre hier, seitdem ich hier bin. Und auch der Felix ist ein super Typ. Also es tut uns schon weh, dass die uns verlassen. Ja, aber im Fußball ist es halt so, ja, man hat halt immer nach der Saison 1, 2, 3, 4 Spieler, die den Verein verlassen. Dafür kommen dann wieder neue. Ich hoffe mal, mit denen passt es dann auch genauso, wie es mit denen, die jetzt den Verein verlassen. Kannst du was zu den Gründen sagen? Nee, eher nicht. Also, ist mir jetzt nicht bekannt. Klar, vielleicht für einen Torwart ist halt immer, der will natürlich auch immer spielen. Und gerade wenn man halt dann im Moment zweiter Torwart ist, ja, dann ist es natürlich schwer. Und ich gehe mal davon aus, dass er halt spielen will. Bei den anderen, ja, keine Ahnung. Der Felix hat halt immer eine weite Fahrt hierher. Keine Ahnung, müsst ihr fragen. Kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Ich danke auf jeden Fall für das Interview. Es wurden leider mehr, als ich vorgehabt habe, 2 Fragen zu stellen. Danke auf jeden Fall und viel Erfolg, wie auch immer es jetzt weitergeht in den letzten Spieltagen. Danke, danke. Passt schon.